Das Projekt dient einem Patienten und nicht einer Organisation, sondern dahinter steht ein Patient, der wartet auf seine Medikamente. Die kontinuierliche Fertigungstechnologie ist die erste Stufe zur vollautomatischen Fertigung. Man gibt die verschiedenen Stoffe rein und am Ende kommt eine fertige Kapsel raus. Das ist der Traum jedes Pharmazeuten gewesen bis dato. Und jetzt kommen wir der Realität ein bisschen näher, dass wir es geschafft haben, den ersten Step in die Richtung zu machen. Vom Rohstoff bis zur Tablette, dieser ganze Weg wurde automatisiert und bietet nun eine hocheffiziente Produktionsplattform für Tabletten und Kapseln. Ohne Digitalisierung wäre das Projekt gar nicht möglich gewesen. Das heißt, messe den Zustand der Qualität im Produktionsprozess jede Millisekunde. Und das bedeutet Milliarden von Datenpunkten, die ausgewertet werden müssen. War das Produkt zu der Zeit gut oder war es nicht gut? Und ohne die Digitalisierung würden sie es gar nicht schaffen, diese Milliarden von Datenpunkten auszuwerten. Gerade hier in Europa, speziell in Deutschland, ist es so, dass wir viel auf Automatisierung setzen. Das heißt, der Standort in Freiburg ist einer der hochautomatisiertesten Standorte von Pfizer. Da der Standort sehr früh erkannt hat, dass Standardisierung auf einheitliche Systeme viele Vorteile bringt. Wenn Unternehmen wie die Firma Siemens Prozessverständnis mitbringt, aber auch wir mit sehr einfachen Mitteln unsere Mitarbeiter dann schulen und trainieren können, diese Systeme zu beherrschen und zu betreiben. In jedem Baustein ist eine Siemens-Steuerung und hier haben wir es geschafft, wirklich verschiedene Lieferanten miteinander zu verknüpfen. Und das geht natürlich nur, wenn man überall die gleiche Plattform hat. Und das ist natürlich der Vorteil der Siemens-Komponenten. Überall die gleiche Plattform heißt, wir können es sehr leicht integrieren und daraus ein ganzheitliches System machen. Durch die globale Aufstellung von Siemens brauchten wir es nur einmal erklären. Und im Hintergrund haben dann die kleinen Rädchen gearbeitet und wir haben dann eine Antwort bekommen. Genau wissend, dass im Hintergrund viele Spezialisten aus verschiedenen Themenbereichen dann an dieser Antwort gearbeitet haben. Die Vision ist zum Glück schon Realität geworden. Ich will noch nicht sagen, wir sind Industrie 4.0, aber wir sind auf dem guten Weg dorthin. Wir dürfen jetzt das, was wir in Freiburg gelernt haben, auch in den anderen Werken vorschlagen und dann schauen, vielleicht gibt es ja noch das eine oder andere visionäre Projekt. Siemens. Ingenuity for life.